Hi und willkommen zurück zum nächsten Video von Guido Carbellin. Freut mich total, dass ihr wieder dabei seid. Heute soll es um die Zusammenstellung der Paare gehen. Wenn ihr die bisherigen Videos verpasst habt, dann schaut auf meinem Kanal nach. Unten drunter auf Guido Carbellin klicken, auf Videos und dann seht ihr alle bisher entstandenen Videos und könnt die nachschauen. Wenn ihr zukünftig keins mehr verpassen wollt, klickt auf Abonnieren und auf die kleine Glocke rechts unten daneben. Dort könnt ihr meinen Kanal abonnieren und verpasst dann kein einziges neues Video mehr. Heute Mitte Februar ist der erste warme Frühlingstag und ich hatte ja einigen versprochen, dass ich noch ein Video mache zur Zusammenstellung der Paare. Da gab es ja unterschiedliche Anfragen diesbezüglich und ich werde wie immer mal meine Erfahrungen hier anbringen. Da gibt es auch unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Erfahrungen. Eine Frage, die ich auf einem Facebook, wie entweder im Facebook oder im YouTube bekommen war, muss ich die Paare zu Anfang der Zucht, wenn ich in Boxen züchte, trennen? Das ist eine nicht so einfache Frage. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich Paare, die gut funktioniert haben, gut harmoniert haben, im Feuer zusammengelassen habe und dass es einfach kein Problem war, dass beispielsweise das Paar hier oben, das ist mein ältestes Paar, das ist jetzt seit drei, vielleicht geht es jetzt schon auch schon ins vierte Jahr schon zusammen und die schnäbeln jetzt auch schon wieder und sind eigentlich monogam wie verheiratet durchgehend zusammen. Muss man jetzt Paare trennen vor der Zucht? Ich sage, es kommt darauf an. Ich würde es nicht machen bei Paaren, die sich bereits kennen und bei Jungvögeln, die sich noch finden können. Eine andere Geschichte ist es bei älteren Vögeln, die schon mal irgendwie anders verpaart wurden und jetzt neu verpaart werden sollen. Da kann es Sinn machen, in so Boxen einen Trennschieber einzuschieben, damit sich die Vögel vorher kennenlernen. Und den dann, ja, jetzt auch um die Zeit oder in den nächsten 2, 3 Wochen kann man den dann mal entnehmen und schauen, wie die Vögel darauf reagieren. Aber davor eben 1, 2 Monate einfach die Vögel durch das Gitter sehen lassen, kennen lassen und dann ist es auch mit erfahreneren Vögeln, die, sag ich mal, 2, 3 Jahre oder älter sind, durchaus möglich, erfolgreiche Verpaarungen zu machen. Des Weiteren ist es so, dass ich die eigentlich immer zusammen lasse, die Paare, beziehungsweise bei mir ist es so, ich habe die letzten Jahre eigentlich hauptsächlich Naturvögel und keine Mutationen gezüchtet. Und das ist auch so ein bisschen der Geheimtrick, wenn man sich das leisten kann. Das heißt, man hat keine besonderen Mutationen, man hat genau die gleiche Vögel. Dann lässt man sich die Vögel am besten selber raussuchen. Das ist wirklich unbestritten, ist der beste Weg zu einem großen Zuchterfolg. Das heißt, ich mache keine Zwangsverpaarungen, sondern lasse die Vögel sich selber aussuchen. Das habe ich so weit wie möglich gemacht. Das heißt, ich hatte eigentlich immer 2 Paare in einer Box oder ein Hahn und 2 Hennen. Und wenn die einen dann sich gefunden haben, anfangen haben zu schnäbeln, dann habe ich das andere Paar eben zusammengetan, das sich wiederum nicht dann natürlich herauskristallisiert hat, weil ich sie dann zusammengepackt habe. Und die Erfahrung war wirklich, dass die Paare, die von Anfang an geschnäbelt haben, sich gegenseitig ausgesucht haben, dass sie wirklich die erfolgreichsten Paare sind. Was sind weitere Faktoren, die wir bei der Paarzusammenstellung betrachten wollen? Ich würde sagen, einmal die Größe, dann die Form, das Gefieder. Thema Blutsverwandtschaft muss natürlich berücksichtigt werden. Und ganz wichtig natürlich für Mutationszüchter, dass die richtigen Mutationen aufeinandertreffen. Aber lasst uns Schritt für Schritt durchgehen. Bei mir ist es so, ich züchte schon auch ein bisschen auf Größe der Vögel. Ich will jetzt nicht die riesigen Bomben haben, aber ich will schon schöne große Stieglitz-Major haben. Und damit ich eine durchweg gute Qualität habe, nehme ich nicht meine 2 größten Vögel und verpaare die, sondern versuche immer beispielsweise eine sehr große Henne mit einem kleineren Hahn oder andersrum zu verpaaren. Allgemein sagt man, dass beim Stieglitz die Größe hauptsächlich durch die Henne weitergegeben wird. Wirklich so ein, ja, das ist so ein Paradigma, das eigentlich so vertreten wird und ich glaube, da spricht auch nichts dagegen. Dann das Thema Form. Bei mir ist es so, ich hatte die letzten Jahre also ein Stück kürzere Vögel, dafür sehr, sehr bullige, große Vögel, aber eben eher einen Tick kürzer und habe jetzt gezielt Vögel in meinen Bestand aufgenommen, die eher in die Länge gehen, ja? Und versucht dann eben durch diese
ja, durch diese Kreuzung eine schöne Positur zu bekommen, eine Mischung zwischen großen, bulligen und eben auch langen Vögeln. Dann das Thema Gefieder. Das ist für mich auch noch so ein zentrales Thema. Da schaue ich dann auch noch drauf. Es gibt Stieglitz-Zuchtstämme, die wirklich schönes Gefieder haben. Wenn ich hier und da mal einen Vogel habe, der mir eigentlich gefällt und das Gefieder aber jetzt da nicht so toll ist, dann versuche ich auf den einen anderen Vogel zu setzen, der aus so einem Zuchtstamm kommt, der dann ein schönes Gefieder hat und hofft, dass sich das dann gegenseitig befruchtet, dass die Nachkommen dann die Schönheit, die schönen Eigenschaften des Vogels einerseits mit dem nicht so tollen Gefieder, mit denen eines Vogels mit sehr schönem Gefieder vermischen. Zum Thema Blutverwandtschaft, da bin ich ganz alte Schule. Man ist bekannt und es ist durchaus möglich, Vögel zu verpaaren auf eine bestimmte ganze Art und Weise. Speziell wird es gemacht, wenn bestimmte Merkmale herausgestellt werden sollen, bestimmte Mutationen verstärkt werden sollen. Am Anfang so eines Mutationszuchtstamms. Ich bin da nicht so richtig davon überzeugt, da natürlich bestimmte Merkmale im Positiven sowohl im Negativen sich dann verstärken. Und da ich das in meiner Zucht eigentlich nicht vorhabe, bestimmte Mutationen stärker rauszuzüchten, mache ich das nicht. Meine Logik ist eher, ich hole die Vögel von so weit auseinander wie möglich, dass eben die DNA, dass eben die Verwandtschaft komplett weit entfernt ist und hoffe so auf möglichst gesunde Nachkommen. Ein weiteres Thema ist das Verhalten des Vogels. Es gibt ruhigere Vögel, zahmere Vögel, es gibt eher wildere Vögel. Da versuche ich eigentlich auch, ich habe jetzt ein paar hier unten, die sehr wild sind eher, die versuche ich mit meinen eigenen Hennen, die wirklich gute Elterneigenschaft haben, hoffe ich, beziehungsweise die, ich habe sehr in den letzten Jahren sehr nach Elterneigenschaften selektiert und versuche dann die hier ein bisschen wilderen Hähne auf diese ruhigeren Hennen zu packen, weil wenn ich jetzt zwei komplett wilde Vögel zusammentue, dann kann es durchaus passieren, dass der Zuchterfolg nicht garantiert ist, zumal ich hier in den kleinen Boxen natürlich immer eine Herausforderung vom Platz habe bei den Vögeln. Zum Thema Mutationen. Ich sage immer, der gute Mutationszüchter schaut, dass er die Mutationen so zusammenstellt, dass es eindeutig ist, was danach fällt. Das heißt, ich habe teilweise Mutationen, aber in eindeutiger Verpaarung. Das heißt, ich habe keine zwei- oder dreigliedrigen Mutationen, wo ich am Ende nicht weiß, in was er alles spalt ist, sondern ich versuche es möglichst einfach zu halten. Das heißt, wenn ich beispielsweise eine geschlechtsgebundene Vererbung wie die Achatmutation züchte, dann schaue ich, dass beispielsweise das Weibchen Achat ist und der Hahn Spalt oder der Hahn Natur, dann weiß ich, dass alle Nachfahren. Wenn der Hahn beispielsweise Natur ist mit einem Achat-Weibchen, weiß ich, dass alle Männchen 100% in Spalt Achat fallen. Und das Gleiche gilt natürlich in den Kombinationen Spalt, Mutationsweibchen in diesen weiteren Verpaarungen. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, auch für einen seriösen Züchter, dass er dann eben auch sagen kann, bei den Kombinationen, wo es möglich ist, was denn seine Junge möglicherweise dann für Spalt von den Mutationen in sich tragen. Ich denke, das ist einfach auch ein Zeichen dann von Qualität, von sinnvoller Zucht, dass eben da eine gewisse, ja, ein gewisses Wissen vorhanden ist. Ein letztes Thema zur Paarzusammenstellung. Ich hatte das die letzten Jahre zwar nicht, will es dieses Jahr mal probieren. Ich werde dieses Jahr eine sogenannte Ersatzhenne da haben, falls irgendwas passiert, irgendwas nicht funktioniert, eine Henne an Legenot eingeht oder wegstirbt, werde ich dieses Jahr einfach immer noch eine in Ersatz haben, weil wenn das ja, Anfang der Zuchtsaison passiert, dann kann man da eben noch nachsteuern und dann ist es eben ganz, ganz schwierig, gesunde Vögel zu bekommen. So, und das war's auch schon von meiner Seite. Wenn euch das Video gefallen hat, setzt doch ein Like drunter. Ich würde mich darüber freuen. Und wenn ihr noch Fragen habt zur Zusammenstellung von Paaren und zu weitere Videoideen habt in der Zuchtvorbereitung, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde versuchen, darauf einzugehen. Ich freue mich, euch nächstes Mal wieder hier zu haben. Klickt drauf, abonniert den Kanal und tschüss.